Netflix, Prime, Disney Plus, Sky und Co. Wie viele davon habt ihr abonniert? Ich meine, einen davon für 10 Euro zu abonnieren wäre ja kein Problem. Aber alle, das geht schon echt ganz schön ins Geld. Die Frage ist aber, kommen wir da gratis oder zumindest wesentlich billiger dran? Ich probiere es für dich aus. Okay, ich habe ein bisschen recherchiert und einige Seiten gefunden, bei denen man zum Beispiel Fußball oder andere Spiele live schauen kann. Das ist allerdings illegal und deswegen soll es in diesem Video auch gar keine große Rolle spielen. Bei Streamingdiensten kostenlos gibt es ebenfalls keine legale Möglichkeit, das Ganze abzudecken. Natürlich hat jeder Streamingdienst am Anfang eine kostenlose Testperiode, aber wenn du die einmal benutzt hast, dann ist die natürlich durch. Also nachdem kostenlos raus ist, versuchen wir einfach mal günstiger an die Streamingdienste ranzukommen. Und das versuchen wir über ein sogenanntes VPN. Da super viele YouTuber für NordVPN Werbung machen, ist das doch die perfekte Gelegenheit, direkt mal auszuprobieren, ob das mit diesem Dienst funktioniert. Okay, aber zunächst einmal, was bedeutet denn VPN? VPN steht für Virtual Private Network. Du verbindest also deinen Rechner oder Smartphone verschlüsselt mit einem VPN-Server und beamst dich quasi dorthin, um von dort weiter zu surfen. Vielleicht musst du von deiner Arbeit aus schon ein VPN nutzen, um dort auf deine gespeicherten Daten zuzugreifen. VPN machen vor allem in ungeschützten WLANs wie in Hotels Sinn. Dein kompletter Datenverkehr geht verschlüsselt zum Beispiel ins Büro und von dort aus dann raus ins öffentliche Internet. Das heißt, für das Internet nach außen bist du nicht mehr an der Stelle sichtbar, wo du gerade sitzt, sondern in dem Bürofall eben vom Büro aus. Und genau das machen wir uns jetzt zunutze. Denn in unserem Fall geht es jetzt nicht darum, mit einem VPN ins Büro zu beamen, sondern in ein fremdes Land, um Netflix und Co. vorzugaukeln, wir wären dort und eben die dortigen Preise abzugreifen. So viel zur Theorie, also weiter geht's im Experiment. Netflix überwacht am heftigsten, dass keine Tricks verwendet werden. Von dem her fangen wir auch direkt mit Netflix an. Hier auf dieser Seite, die ich dir einmal einblende, kannst du in den verschiedenen Ländern die Preise von Netflix eben aufrufen. Und da können wir sehen, die Türkei sieht sehr vielversprechend aus. Das günstigste Paket von Netflix kostet umgerechnet dort 2,98 Euro, was bei uns 7,99 Euro kostet. Und das wären mal heftige 60% Rabatt, wenn wir das Ganze hinbekommen. Also probieren wir es aus. So, NordVPN ist jetzt installiert. Wir wählen jetzt die Türkei aus. Verbindung steht, ich gehe in den Inkognito-Modus, um wirklich keine Daten im Browser mehr hinterlegt zu haben. Ich suche jetzt in Google einfach mal, wo bin ich, weil Google mir dann eben direkt anzeigt, wie ich jetzt hier sehen kann, ich bin in Istanbul. Also das hat soweit schon mal funktioniert. Okay, Netflix erkennt, dass ich in der Türkei bin. Ich kann bei der Webseite ausschließlich zwischen Englisch und Türkisch auswählen. Ich nehme natürlich Englisch, weil ich persönlich kein Türkisch verstehe. Dann würde ich sagen, registrieren wir jetzt einfach mal unseren neuen Account. Beim Recherchieren habe ich festgestellt, wenn ich eine deutsche Kreditkarte habe, dann sollte ich auf einem separaten Dienst eher einen Netflix-Gutscheincode auf Türkisch eben kaufen. Da ich selbst aber eine Amex habe und die nicht wirklich einem Land zuzuordnen ist, probieren wir es einfach direkt mal mit der Kreditkarte, weil das wäre eine ganze Ecke einfacher, als wenn ich separat nochmal einen Gutschein kaufen müsste. Wir blenden dir aber hier seitlich schon mal ein. Es gibt solche Shops, wo du eben Netflix-Guthaben in anderen Ländern kaufen kannst. Okay, verdammt, zur Bestätigung möchte er jetzt eben eine türkische Handynummer, an die er mir einen Code schickt. Aber mit Sicherheit gibt es da irgendwelche virtuellen Nummern. Das probieren wir mal aus, ob ich da irgendwas finde. Okay, ich habe da einen Dienst gefunden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt hier mehrere türkische Nummern. Ich kann eine auswählen und dann in den Log reingehen. Sobald ich die Nummer angebe und da was ankommt, so wie es hier aussieht, taucht es eben als Klartext für jeden auf und ich kann den Code rauskopieren. Da das jetzt nicht highly secure ist für mich, ist okay, probieren wir mal aus. Okay, klappt hervorragend. Nicht. Ich vermute mal, die Nummer ist eben ordentlich oft in Verwendung, weil wie man hier auf der Seite sieht, da passiert schon einiges. Also schauen wir mal, solche virtuellen Telefonnummern gibt es mit Sicherheit auch zu kaufen, weil ich ja hier aus dem Ausland rankommen muss. Ich schaue mal, ob es dann Anbieter gibt. Okay, ich habe hier einen kostenpflichtigen Dienst gefunden. Blöderweise muss ich da Minimum 10 Euro einwerfen, um eine Telefonnummer zu bekommen. Machen wir mal, dann kann ich mir hier eben eine Telefonnummer registrieren und die dann bei Netflix hinterlegen und hoffentlich kommt dann eben der Code an. Ja, leider Fehlanzeige, auch das funktioniert nicht. Ich schaue nochmal, vielleicht finde ich einen anderen Anbieter, aber es kann natürlich gut sein, dass diese Nummern halt eben auch sehr häufig genutzt werden und von Netflix deswegen weggeblockt werden. Okay, hier habe ich nochmal einen Anbieter gefunden. Da muss ich aber sagen, da habe ich nicht wirklich Lust, Geld reinzuwerfen, weil wenn du mal anschaust, blende ich hier seitlich einfach mal ein, was da für verschiedene Zahlungsanbieter drin sind. Da kenne ich irgendwie nichts, ich kann keine normale Kreditkarte hinterlegen und das ist für mich echt ziemlich spooky. Also von dem her brechen wir da einfach mal ab.
Wenn du also jemanden mit einer türkischen Handynummer kennst, dann kannst du es wahrscheinlich weiter probieren als wir. Ich persönlich kenne gerade jetzt direkt niemand und möchte das ja auch realistisch machen. Und eben mit diesen virtuellen Nummern komme ich hier nicht wirklich weiter. Lustigerweise in meiner Recherche habe ich unter anderem Texte eben so ungefähr vor einem halben Jahr gesehen. Da ging das Ganze noch. Also Netflix hat wirklich ordentlich verschärft. Aber es war auch klar, dass Netflix hier gerade sehr heftig gegen vorgeht. Also probieren wir doch einfach mal einen der anderen Dienste aus und schauen, wie es da mit der VPN-Verbindung aussieht. Okay, ich habe jetzt mal Prime aufgerufen und die komplette Webseite ist immer noch in Deutsch. Sehr merkwürdig, weil ich habe eben noch mal im Browser auch geguckt. Er verortet mich immer noch in Istanbul, aber die Seite ist immer noch komplett Deutsch. Und damit habe ich natürlich auch nur Zugriff auf die deutschen Preise. Wie auch immer das Netflix macht, weil ich eben mit diesem Incognito-Browser auch keine Daten drin habe. Ich wechsle jetzt über NordVPN einfach mal in ein anderes Land, vielleicht mal Chile oder was auch immer, und schaue mal, ob ich dann auf der Amazon-Seite eben andere Texte, andere Inhalte bekomme. Leider auch nicht. Es ändert sich einfach nichts. Also von dem her, wenn die Webseite eben mir schon anzeigt, dass ich Deutscher bin, dann hat natürlich der VPN-Trick nicht funktioniert und ich bekomme eben ganz klassisch auch die deutschen Preise. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten und probieren einfach mal Disney Plus. Okay, hier die Seite komplett türkisch, das sieht schon mal gut aus, auch wenn ich kein Wort verstehe. Hier gibt es keine englische Option, aber ich weiß eben vom Inhalt, ich habe mir das vorher mal angeguckt, dieses große E-Mail-Feld, da geht es eben um eine Registrierung. Also von dem her geben wir mal die E-Mail ein und gucken, wie weit wir kommen. Ja, wir kommen nicht wirklich weit. Direkt die nächste Seite wirft einen Fehler. Ich habe es jetzt mehrfach nochmal neu geladen und im Grunde kommt einfach die ganze Zeit ein Fehler. Also er lässt mich nicht registrieren. Okay, also das war mal ein völliger Griff ins Klo. Bei der Recherche habe ich echt einige Texte und Videos gefunden, bei denen das Ganze noch geklappt hat. Die Plattformen haben wohl im letzten halben Jahr ordentlich nachgezogen. Nachvollziehbar, denn gerade bei Netflix kursiert die Zahl, dass ca. 100 Millionen Nutzer als Schmarotzer unterwegs sind. Und natürlich, wenn ich nur einen Teil davon monetarisiert bekomme, gehen meine Einnahmen um Erhebliches nach oben. Okay, an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir in die Kommentare, ob du es auch schon mal versucht hast. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, um die Zeit zu vertreiben, habe ich dir hier seitlich nochmal ein Video eingeblendet, das dir gefallen sollte. Also, mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.